Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Sprechstunde und ich habe heute das Blue Yeti X Mikrofon in der World of Warcraft Edition. Was macht's anders? Was macht's besser? Was macht es besonders? Das erfahren wir in der heutigen Folge. Blue gehört schon seit Jahren zu den beliebten, aber auch zu den qualitativ hochwertigen Herstellern im Bereich Mikrofonen. Egal, ob du jetzt ein YouTuber bist, egal, ob du ein Streamer bist, ob du ein Let's Player bist, allgemein ein Gamer, der gerne mit seinen Freunden oder Partnern oder Clan dich unterhalten möchtest. Egal, ob Konsole, egal, ob PC. Blue bietet verschiedene Möglichkeiten. Egal, ob ASMR, egal, ob Podcast. Das Blue Yeti X gibt es in der normalen Edition. Ich verlinke euch wie immer alles in der Beschreibung. Und das ist hier die World of Warcraft Edition. Du hast hier einmal einen Stimmemulator. Mit den beliebtesten Charakteren aus World of Warcraft kannst du sogar deine eigene Stimme kreieren und erstellen. HD Audio Samples von Shadowlands oder Warcraft. Die Software gucken wir uns jetzt an. Wir packen jetzt das Mikrofon aus und schauen uns mal das Design an. Die Gebrauchsanleitung. Du hast einmal hier einen Vorverstärker, auch Gain bezeichnet, der sozusagen allgemein das Mikrofon oder auch deine Stimme etwas verstärkt oder boostet. Du kannst dann hier auch deine Kopfhörerlautstärke verändern. Du kannst auch hier mixen zwischen Mikrofon oder Kopfhörersound. Du hast hier auch eine Pegelanzeige, muten und du hast hier 4 Richtcharakteristiken. Micro-USB-Kabel. Das Mikrofon. Eine Art Andrazit, eine Art Grau mit goldenen Bereichen. Das Blue-Logo auch in Gold. Die Taste, der Regler. Unten der Anschluss für den Kopfhörer. Micro-USB-Anschluss oder hier dann nochmal ein Gewinde, falls du das Mikrofon auf ein Stativ schrauben möchtest. Und hier dann die Taste, um durch die Funktionen switchen zu können. An WoW angelehnt. Wir haben hier zum Beispiel verschiedene Runen, aber auch wenn das Mikrofon selbst an ist, sehen wir verschiedene Runen, die aufleuchten. Das heißt, dieses Mikrofon ist einmal wirklich für Hardcore-Fans, Hardcore-WoW-Fans gedacht, aber auch für Streamer, für Let's Player, für Podcaster, die mit ihrer Stimme spielen möchten, die verschiedene Sachen einblenden möchten und verschiedene Samples oder Stimmen-Simulationen auf die Stimme legen möchten und so einfach mehr Entertainment und mehr Abwechslung und was Besonderes bieten möchten. Jetzt zeige ich euch das Herzstück, die Software. Also wir haben jetzt hier das Blue Yeti X und an sich ist es hochverarbeitet, wirkt sehr, sehr edel, klar, farblich und so weiter, ist hier eine Geschmackssache. Auch hier das Gold, natürlich, dass wir hier kein echtes Gold haben, sondern gefärbt, okay, ist so. Dennoch ist hier wirklich viel Liebe ins Detail. Das Gold für WoW, die Runen sowohl unten wie schon gezeigt, aber vielmehr hier zum Beispiel die Einstellung einstellen. Dann sehen wir den Pegel. Wenn wir lauter sind, okay, wir sind hier im grünen Bereich. Wup, wup, baum, oder im roten Bereich, im grünen Bereich. Na klar, sitzen wir nicht die ganze Zeit so und gucken, sondern sind eher hier. Deswegen ist es immer zu empfehlen, etwas im Ohr stecken zu haben oder ein Headset anzuziehen. Aber ihr hört mich rein, nur hier über das Mikrofon. Und wir haben halt verschiedene Einstellmöglichkeiten, wie zum Beispiel Monitoring, lauter drehen. Leiser drehen, so dass es einfach passt, für dich komplett individualisieren, länger gedrückt halten, muten, bis hin zum Pegel regeln. Wir haben hier hinten den Knopf der Richtcharakteristik, denn es ist ein 4-Kapsel-Mikrofon. Das ist auch so von der Blue-Reihe eines der besten Mikrofone, vom Funktionsumfang, von der Software, aber auch von der Richtcharakteristik, denn damit kannst du sehr, sehr viel anstellen.
Ich zeige es euch mal in der Software. Du hast hier die Richtcharakteristik, kannst du natürlich auch hier in der Software ändern. Zum Beispiel Stereo. Stereo links und rechts. Für die ASMR-Produzenten. Ihr könnt hier rechts oder links den Sound aufnehmen. Mit einem Klick sind wir im Kugelbereich. Der Kugelbereich nimmt komplett außenrum alles auf. Deswegen der Name, die Kugel. Die Niere ist dann dafür da, dass vorne, links und rechts nichts aufgenommen wird, sondern exakt präzise zu dir gerichtet und komplett der gesamte Fokus für dich. Und da kommt's. Let's Player, Streamer, YouTuber, Podcaster, Sprecher oder sonst irgendwas. Ganz egal, was du tust, das Mikrofon ist für dich individualisierbar. Und wenn du jetzt sagst, okay, du hast nur ein Mikrofon, das möchtest du in die Mitte stellen und hast einen Interviewpartner vor dir, kein Problem, dann gehst du hier einfach auf die 8. Dann hast du hier eine Aufnahme, hier die Aufnahme und hier ist es einigermaßen ruhig. Jetzt hört ihr es. Die Software hat sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Blue Voice ist hier der Hauptkern des Ganzen. Die Software, die intelligente Software, die deine Stimme anpasst. Du kannst sie ausmachen, dann hört sich das Ganze so an. Eingangsstärke, Master, Ausgangspegel kannst du dann hier noch verändern. Oder du sagst, nee, Blue Voice ist mir wichtig. Dann hast du hier einen Eingangsverstärker, einen Equalizer, Signalbereinigung, du kannst Rauschunterdrückung, Gate, einen Kompressor, kannst du hier wirklich komplett alles einsetzen. Auch ganz, ganz wichtig, die Easer, die Popper, zum Beispiel die ganzen Popgeräusche. Klar, wenn ich hier direkt rein poppe, dann ist es so. Aber wenn ich so rede und das Wort P benutze, oder die S-Laute, ja, die werden hier komplett bearbeitet. Aber auch der Limiter, ein sehr wichtiger Bereich, der limitiert, zum Beispiel, wenn du auf einmal dich erschrickst im Stream, damit das Mikrofon nicht übersteuert. Sehr wichtige Eigenschaften, du kannst natürlich hier auch dein Mikrofon testen, so wie du das Ganze benötigst. Dann hast du aber hier auch verschiedene Profile, wie jetzt hier zum Beispiel Broadcaster 1, der Broadcaster 2. Und ihr seht hier, passt alles sich an. Bedeutet, wenn du nicht gerade der Pro bist und sagst, ich kenne mich nicht so gut aus, kannst du dich hier komplett austoben oder du machst halt ein eigenes Profil. Hier bist du komplett frei. Hohe Stimme laut, hohe Stimme leise, tiefe Stimme laut, tiefe Stimme leise, Bass verstärkt, klar und warm, warm und Vintage, klassisches Radio. Hey, willkommen hier im Radio. FM, AM, ja. Das Besondere am Blue World of Warcraft ist hier der Effektebereich. Wir sind hier gerade auf aus. Du kannst hier natürlich deinen eigenen Effekt erstellen. Tonhöhe kannst du hier komplett alles einstellen, wie du es benötigst. Sekundärstimme und. Oder hier Ambiance. Hall, Ringmodule. Also wirklich Verzögerung und. Das Ganze hat hier Blizzard natürlich für dich übernommen. Du kannst hier einfach draufdrücken und dann hörst du dich hier schon mal. Wir ziehen heute in den Krieg. Ich bin ein Ork. Freude. Let's go! Schnappen wir jetzt ein Bier. Oder ganz viele Echos. Echo! Ganz viele Echos. Yo, 1, 2, 3, 4, 5, einsteigen, jetzt schnell alle einsteigen, fahren noch eine Runde, aber schnell. Okay. Oder wir sind hier ein Roboter, Roboterstimme und. Das brauche ich zum Beispiel nicht. Zeugenschutz, du kannst es hier komplett individualisieren. Hier kommen wir in den Bereich Sampler. Und du kannst aus verschiedenen Spielen verschiedene Samples einstellen. Fight for Azeroth. Vieles Gesprochene von Bolvar, von Jaina. Was aber auch richtig cool ist, verschiedene Zauber. Die kannst du einbauen. Beach. Oh ja, Exodar, wer kennt das nicht? Egal, ob das in deinem Podcast ist, wenn du Richtung Gaming gehst oder streamst, zockst, spielst. Die Umwelt im Allgemeinen. Verschiedene Kreaturen. Wer kennt nicht den Morlock? Oh. Schlaflose Nächte mit ihm verbracht. Oh ja, Kobold. Und. Du hast viele verschiedene Möglichkeiten. Du kannst dann hier auch die Beleuchtung anpassen. Ton aus. Live.
damit du immer wieder hier einfach schaust und siehst, okay, was, wie funktioniert es, um mich dem ins Interface zu wechseln. Auch im Stream, ein kleines Monitoring, manchmal einfach kurz einen Blick im Stream draufgeworfen, wie beim Autofahren auf dem Tacho. Kurz geschaut, zack, alles im Überblick, eventuell reagiert, eventuell was umgestellt, weiter geht's. Natürlich hast du auch Schnelltastenmöglichkeiten mit deiner Tastatur, wie hier jetzt zum Beispiel, indem du Schnelltasten hast und dann spielt deine Lieblingssounds das Ganze natürlich ab. Das war's mit dem Blue Yeti X World of Warcraft Edition. Schreib mir deine Meinung. Ich finde das Ding vom Design her und auch wirklich ich als ehemaliger WoW-Spieler richtig gelungen und ich hätte mich schon damals gefreut, wenn wir das Ding hatten. Aber hey, es ist nie zu spät, mit ein bisschen Spaß, Entertainment in allen Bereichen rumzualbern, rumzuspielen und frischen Wind in Projekte, in bestehende Projekte reinzubringen. Wir sehen uns in der nächsten Sprechstunde. Euer Doc.